Ja, und damit, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum Flugsimulator 2020. So, bei uns geht die Sonne bald unter. Jetzt bin ich vermutlich im falschen Flugzeug, aber das sollte nicht so schlimm sein. Für den Rundflug, den ich mit euch geplant habe, sollte das reichen. Cessna ist Cessna, sagt man ja. Ah, na dann mal los. Bremse aus. Und volle Kraft voraus. Wollen wir erstmal zusehen, dass wir hochkommen hier. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is type Cessna Skyhawk 2 miles northwest of Echo Delta Charlie Sierra 700 feet. Request flight following. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha Bremen approach. Squawk Tree 152. So, wir machen übrigens einen kleinen Rundflug über mein Heimatgebiet Sierra oder besser gesagt über die Städte, die mir bekannt sind oder auch besser gesagt. Roger, Cessna Golf, Sierra Alpha. Bergholz oder auch Bergholz-Rehbrücke. Dort ist schon das Lutetal. Und Bergholz-Rehbrücke, genau. Da hinten müsste die jetzt ja, gleich unter uns der Bahn sein. Ne, das sieht aus wie die Nute und da kommt die Bahn. Bremen approach Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha. Request clearance to transition Charlie Airspace. Eine Brücke oder besser gesagt auch ein kleiner Bahnhof. Charlie Airspace, Cessna Golf, Sierra Alpha. So, jetzt fliegen wir mal Richtung Potsdam Hauptbahnhof rüber. Direkt geradezu schon zu sehen.
So, da kommt jetzt oben im Bild der Hauptbahnhof, also Potsdam Hauptbahnhof. Direkt unter uns jetzt ist die Zeppelinstraße. Genau, die Zeppelinstraße geht hier hinten durch. Da haben wir hier auch die Bahn. So, wir sind immer noch ziemlich genau über der Zeppelinstraße. Ziemlich mittig jetzt ist für Scheide. Und jetzt kommen wir hier nach Werder, müsste das sein, oder? Ne, das hier ist Glindo. Genau. Dort ist ein großer Baumarkt, das müsste Haare-Baumarkt sein. Jetzt überfliegen wir gerade Baumgartenbrücke. Und hier hinten geht es jetzt rüber Petzo. Oh, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Jetzt ist Petzo. Ja, bin falsch abgebogen, denn Werder haben wir jetzt auf der rechten Seite. Genau, jetzt sind wir hier, das hier drüben ist Glindo. Ach, da hinten ist die alte Ziegelei. Das hier war jetzt der Glindower See. Steht da irgendwas dran da vorne? Ach, okay, das ist der Zielzug zu Werder.
Okay, Kolonie CERN. So, das hier ist schon wieder, müsste schon wieder Werder sein. Ja. Da unten ist Werder Bahnhof, genau. Da war mal ein Grieche, vor langer, langer Zeit. Hier ist die Eisenbahnstrecke, die jetzt nach Potsdam zurückführen würde. So, und jetzt fliegen wir gleich nochmal über die Insel, also Werderinsel, sage ich mal, oder die Halbinsel Werder. Weil hier gibt es sonst immer das Kirschblütenfest oder allgemein Baumblütenfest, immer im Frühling. Und dann fliegen wir jetzt über den Wasserweg mal wieder zurück. So, da unten haben wir nochmal die Baumgartenbrücke. Fehlt doch mal. Ach ne, die Brücke, die ist nicht richtig drauf. Hier ist normalerweise eine Eisengitterbrücke unten. Klinikerbrücke. Genau, die haben wir auch kaputt. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal ausreichend. Hier rüber, nicht direkt über Potsdam, sondern noch ein, zwei Örtchen zeigen. Ah, da ist Wilhelmshorst. Ah, da muss sortiert in die B2 sein. Ja, das ist die B2. Direkt unter uns. Genau. Altlanger Riff. X-ray Golf, Sierra Alpha. Request clearance to transition Charlie Airspace. Cessna Golf, Sierra Alpha, Bremen approach. Clear through the Charlie Airspace. Clear through Charlie Airspace, Cessna Golf, Sierra Alpha. So, das hier vor uns müsste Michendorf sein. Oder?
for heavy is at 9,900 feet, climbing 12,000 feet. Airbound 153 for heavy Bremen approach altimeter 29.9. Nee, ist noch nicht mitten da. Continue to Kilo Lima Foxtrot. Was, hier steht gar keine Beschreibung dran. Dann ist das aber trotzdem noch die B2 hier. Unter uns. Die lange Umgehungsstraße. Und da ist auch die Autobahn. Genau. Dann war das korrekt hier mit mich nur. Okay, dann gucken wir hier mal über der Autobahn lang. Oder besser gesagt, fliegen da mal rüber. Genau. Was steht in Michendorf direkt unter uns? Ah, da vorne kommt Berg. Und da drin ist schon Neusedin, genau. Hier vorne sehen wir diesen etwas größeren Platz. An diesem kleinen Kreisverkehr da unten. Heutzutage steht dort eigentlich eine Tankstelle. Das war mal ein Sägewerk. Vor langer, langer Zeit. Das ist leider nicht akkurat. Und daneben sehen wir weiter oben Ostermann und Scheibe. Ob die Firma noch existiert, weiß ich nicht. Großen Schlender hier. Ja, kleiner Lüneburger See, großer Lüneburger See. Überfliegen wir jetzt. Das war Zeiten, wo ich als Schlitten noch mal im Fleisch wild worden war. Was war denn hier in diesem See? Mit diesen klitzekleinen, ja, ich weiß gar nicht, 70, 80 Leute dort da unten drin. Im Wald. Okay, dann fliegen wir jetzt mal von der Ausfahrt dort über nach Neusiedl. Denn dort, ja, habe ich ja schließlich auch lange gewohnt. Genau, Neusiedl mit dem drittgrößten Rangierbahnhof Deutschlands oder ja und der fünftgrößte europaweit. Frag mich bitte nicht, wie viele Gleise das am Ende waren. Ja, ich sehe zumindest schon mal den Block, wo meine Eltern wohnen. Ach, da. Ja, und hier hinten geht es dann nach Sedin, dem eigentlichen Sediner See, weil das ist ja eine Gemeinde. Hier unten auf der linken Seite, das müsste das Industriegebiet sein, genau. Sediner See, und hier kommen wir dann wieder Richtung B2. Genau. Airbus
Report them in sight. So, okay, dann rettern wir jetzt über die Autobahn. Da vorne ist der Flugplatz, wo wir gestartet sind. Oder besser gesagt, wir haben und da landen wir dann nachher auch wieder. Biegen ab in diese Richtung. Geradeaus wurde nach Berlin reinführen. Wow, Gesundheit. Genau. Dieser Sandberg übrigens, direkt jetzt hier bei dem Flughafen, direkt daneben, das ist übrigens hier zum Beispiel für Segelflieger oder diese kleinen Gleiter oder auch für Modellflieger. Weil ich ja auch mal ein bisschen Modellflug betrieben habe. So, rechts haben wir jetzt wieder Bergholz und Brücke. Genau. Ach, Schenkenhorst, Dahnsdorf, Kielwerder, genau. Genau, und in 14 nautischen Meilen wäre dann Bahnhof, Flugplatz Tegel, was ja eigentlich gar kein Flugplatz mehr ist. Hier wäre eine Autobahnausfahrt. Ins Industriegebiet. Da müsste es hier ein Stern sein, glaube ich. Ja, genau. Die wir dort sehen. Deswegen heißt dieses Stadtviertel auch Stern. Schaut mal von oben drauf. Das ist wirklich ein Stern. Okay. Going to 132.7 Cessna Golf Sierra Alpha. Berlin approach Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha 1100 feet. Genau. Dieses Ding hier unten, das nennt sich übrigens Sterncenter. Gehen viele einkaufen hier. Weiß gar nicht, wie viel 100 Läden da drin. Genau. Hier haben wir noch verschiedene Einrichtungszeuge direkt daneben. Going to 119.505 Cessna Golf Sierra Alpha. Bremen approach Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha 1000 feet. So, jetzt sind wir aktuell über der Schnellstraße. Sierra Alpha Bremen Approach Altimeter 29.9 Radar Contact.
Genau. Und hier hinten kommt der Platz. Das ist direkt unter uns, dieser kleine Fluss, das ist die Nube. Ja, und da unten drin wohne ich. Genau, der kleine See hier. 2.7 Cessna Golf Sierra Alpha. Berlin Approach Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha 9. Genau, da ist das Krankenhaus. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Berlin Approach Altimeter 2.9 Decimal Niner 2 Radar Contact. Continue. Ja, geht das richtig mit dem Krankenhaus? Nee, nicht ganz. Das ist da vorne. Ah, jetzt. Hier hinten ist das die große, das Erz vom Berg, oder heißt das? Direkt jetzt unter uns. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir mal wieder zurück. Ein paar wichtige Eckpunkte von Potsdam hierbei mitgenommen und ein bisschen Umgebung. Dann fliegen wir jetzt nach Samund. Weil die Sonne geht fast unter. Going to 119.505 Cessna Golf Sierra Alpha. Los Santos hier hinten. Mit dem großen Ring, sage ich mal. Direkt jetzt unter uns. Ja. Dann fliegen wir jetzt nach Samund. Dann möchte ich hoffen, der kleine Rundflug rund um Potsdam hat euch gefallen. Ich fliege jetzt noch gemütlich nach Samund. Sollte nicht allzu lange dauern. Könnte die Minute oder zwei, drei Minuten noch dranbleiben. Weil im Dunkeln landen ist nicht schön. Der Mund ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Sportflugplatz, aber wie gesagt, für kleine Cessna-Rundflüge reicht das allemal. Ach übrigens, die bieten wirklich Rundflüge an dort. Nein, das ist keine Schleichwerbung. Nein, nein. Das sind Erfahrungswerte. Denn zum Beispiel zur damaligen Jugendfeier meiner Schwester haben wir dort mal einen Rundflug gemacht. Und ab und zu sieht man von dort auch nochmal, dass die eine oder andere Cessna abgeben. Daher weiß ich das. Überlege ich, von welcher Seite ist denn da eigentlich? Ach hey.
Da muss ich aus seinem Mund her anfliegen. Er braucht nichts mehr reporten. Ich mache da jetzt sowieso eine Landung. Ich bin auch sehr hoch. Na, das war ja mal eine super Landung hier. Alles klar. Damit sind wir unten. Ja, ich weiß. Here's down for runway landing. Here's down for runway landing. Here's down for runway landing. Ja. So, jetzt sagt er natürlich an, ich bin hier gestrandet. Naja, kein Wunder. Bin ja schließlich auf Kufen gelandet. Ich würde sagen, gehabt euch wohl. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vor allem, liken, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr auf solchen Content steht. Also, bis dahin. Ciao. Gears down for runway landing.